Wir sind mal wieder auf einem wunderschönen Campingplatz in Italien. Ihr seht es vielleicht schon im Hintergrund. Es ist hier wirklich ein Paradies. Wir zeigen euch ganz viel und noch viel mehr, was es hier zu bieten gibt. Bleibt einfach dran. Hab schon immer diesen Traum gehabt. Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt. Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Auf los geht's los, lass uns einfach fliegen mit dem Finger um die Welt. Die Karte ist so groß, lass uns was finden, was gefällt. Auf los geht's los. Denn ich will jetzt weg nach Bora Bora. Lebt das Leben so wie Ricky Marty, sagt La Vida Loca. Wozu denn das denn? Hau jetzt ab sofort und komm nie wieder. Genieß die Sonnenstrahlen hier auf Costa Rica. Ich pack meinen Koffer, komm, lass uns jetzt ruhig nach Malle fliegen. Einmal kurz zum Ballermann und danach Treffung Malediven. Da ist er, unser kleiner Mann. Die Reifen frisch aufgepumpt. Unsere Parzelle, ganz ehrlich gesagt, wir haben noch gar nichts gemacht. Ja, Mops war gerade eben schön auf Malkurs mit dem Mian. Und ich habe hier aufgeräumt wie ein Wilder. Hat dir das Malen Spaß gemacht, Mian? Ja? Und was hast du angemalt? Sag das mal den Leuten. Batman. Was ist das? Eine Spar? Spardose. Was kommt da rein? Kekse oder was kommt da rein? Geld. Ganz viel Geld. Ja. Wo bekommen wir nur das Geld her? Das schicken wir der Oma. Ne? Ja, schauen wir mal. Hier und da kriegt er mal einen Euro. Das kann er dann da reintun. Und ich glaube, der hat gerade ein bisschen Hunger. Das ist ein gutes Zeichen. Also ihr seht, er ist wieder topfit. Ja, ich bin total begeistert. Also wir haben hier so ein liebes Mädchen kennengelernt. Die ist 10 Jahre alt. Die ist gestern hier vorbei. Und Mian so, oh, du sprichst ja auch Deutsch. Und sie, ja. Und sie kommt aus der Schweiz und dann hat sie gesagt, hier gibt es Schildkröten und hat uns die auch gezeigt. Und irgendwie hat sie uns dann hier alles irgendwie gezeigt. Das hat sich so ergeben und Mian und sie verstehen sich toll. Und dann hat sie uns da quasi diese Malerei gezeigt. Und dann kann man sich da verschiedene Sachen aussuchen. Egal ob Tassen, Teller, Spardosen, also für groß, klein, jeden was mit dabei. Und das ist dann irgendwie von 10 bis 12 und von 16 bis 18 Uhr. Und dann waren wir halt heute da und dann haben wir das halt gesehen. Der Mian hat das angemalt. Und man hat halt die Wahl zwischen... Ja, er will gerade wieder raus. Okay. Und man hat dann die Wahl zwischen etwas brennen lassen und nicht brennen lassen. Und wenn man das brennen lässt, braucht das halt ein paar Tage, bis das dann gebrannt und getrocknet ist. Und wenn man das alternativ anmalt, dann wird das... haben wir nämlich gemacht, weil der Mian das heute haben will. Jetzt müssen wir es quasi ab 16 Uhr können wir es abholen. Dann wird das nochmal eingesprüht, sodass da so eine gewisse Glanzschicht ist. Ja, auf jeden Fall mega toll hier. Und auf dem Rückweg war ich dann mit ihm bei diesem Fahrradladen. Der wollte auch gar kein Geld dafür haben. Der hat auch vorne nochmal von der Bremse, da ist ja immer diese Drähte, die da sind, hat er gesehen, die gucken so nach außen. Die hat er zusammengedreht und so ums Fahrrad gemacht, dass der Mian sich da nicht verletzt. Ja, bislang sind wir schwer begeistert hier. Ja, super Service. Super Campingplatz, ich schwinge mich aufs Rad. Ich nehme euch jetzt mit, weil ich muss uns auch erstmal anmelden und muss hier dann natürlich die Platznummer abgeben. Wir sind auf 1591. Naja, bevor ich uns anmelden gehe, will ich auch erstmal sehen, wo melde ich mich denn überhaupt an? Denn ich habe noch gar nichts hier richtig gesehen. Ich weiß noch nicht, wo es reingeht, wie man hier reinkommt. Das sieht auf jeden Fall hier schon sehr, sehr schön aus. Familien mit Kindern. Oder einfach wie ich, Kind sein. Die werden auf jeden Fall hier total auf ihre Kosten kommen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß ja noch gar nicht selber, wo der Eingang hier ist. Ich habe keine Ahnung. Ich bemerke gerade nur, jeder hat hier so ein Bändchen bekommen. Das habe ich jetzt auch nicht dabei. Auf jeden Fall kann man dann hier sein Fahrrad abstellen. Ich kann es auch jedem nur raten. Nehmt euch ein Bike mit oder leiht euch hier ein Bike, damit ihr dann dabei sein könnt. Und ihr seht, was kann das denn hier für ein Spaß werden? Hier im Paradies. Wow, wow, wow. Vom Welleparadies rüber zu
zum Rutschenpark schlechthin. Wow, was hab ich da gleich Bock drauf und ein Glück, dass ich hier bin. Das wird Spaß machen. Oder sich hier einfach mal den Rücken kraulen lassen. Das sieht doch richtig schön aus. Hä? Hier mal der Strömung gleiten lassen. Und ich habe es ja schon angedeutet, das hier ist nicht der einzige Badeparadiesplatz. Nee, es gibt noch mal hier auf dem ganzen Gelände sowas. Und da vorne sehe ich sie. Die Trichterrutsche. Oh. Ja, ist es dann zu heiß. Sich einfach mal eine Abkühlung holen. Hier vorne an der Bar. Und ein leckeres Essen vielleicht mittags genießen. All das ist auf jeden Fall hier möglich. Und ich habe da vorne schon geguckt, denn ganz am Anfang vom Park haben wir schon so eine Achterbahn, Wasserbahn und so weiter gesehen. Und hier vorne sehe ich es gerade, irgendwas mit Speedboot und so weiter. Oder kann man hier Boote vielleicht fernsteuern? Ich weiß es gar nicht richtig. Hier draußen, Außengrill. Hm, lecker, lecker, lecker. Ach, ich komme aus dem Schwärmen gar nicht raus. Und schaut mal hier dann. Ja, Wasser. Was kann man hier machen? Ach, hier kann man nochmal eine Runde fahren. Ja, das sieht doch gut aus. Ist jetzt gerade hier nicht geöffnet. Ist auch gar kein Problem. Und ihr seht es auch, also mehrere Bungalows und so weiter. Das kann man sich hier alles dann holen, wenn man möchte. Gar kein Problem. Und hier ist halt abends auch richtig Programm. Gestern die Magier-Show. Ein richtig schöner Klassiker. Oder hier dann ja ein Boot steuern. Das ist auf jeden Fall was für unser Kind. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Und ich glaube, wir kriegen das gar nicht hier kompakt alles gepackt. Wenn ich kann euch einfach mal raten, hier wird man mehrere Tage brauchen, um alles richtig zu überblicken. Das ist ja Wahnsinn. Also wer Kinder hat und einmal im Jahr 6 Wochen Urlaub hat, ja, Sachen packen, los. Hier ist er, der Dog Point. Hinterm Zaun kann man sich auf jeden Fall richtig schön gemütlich machen. Und es ist noch gar nicht so voll, aber was mir sofort auffällt, das ist der Rasenplatz. Die leben hier besser als wir. Mann, die haben wirklich Rasen hier. Das ist ja richtig schön. Ich denke mal, auch jedes Tier fühlt sich einfach im Rasen richtig wohl. Also ich fühle mich persönlich gerade barfuß, wenn ich barfuß unterwegs bin, fühle ich mich verdammt wohl. Und das natürlich, ja, ohne irgendwelche Schuhe an. Ich bin selber ja Barfuß-Schuhträger. Ja, und hier vorne ist es natürlich Lage, Lage, Lage. Ne? Hier vorne ist es dann auch nicht mehr weit zum Strand. Und hier haben wir einen Hundestrand. Finde ich, ist auch ein Muss, wenn man einen Hund hat. Hä? Der Hund, der möchte doch auch mal schön im Wasser baden gehen. Und das ist auf jeden Fall sein gutes Recht. Ich muss nämlich nur mal ganz kurz hier zurechtfinden. Wo ist es denn? Oder hier hinten einfach mal eine grüne Meile. Da kann man dann gehen. Oder man kann natürlich hier auch mal einfach den Ball rausholen und ein bisschen pölen. Das macht ja auch Sinn. Folgen wir hier mal diesen Weg. Das müsste gut aussehen. Und hier wird es natürlich auch wild. Ne? Hier kann man sich wahrscheinlich dann nochmal richtig Natur antun. Vielleicht hier und da oder hier nochmal so ein Bungalow beziehen, Apartment, wie man es auch immer nennt. Und hey Leute, ihr müsst zugeben, das sieht schon richtig schön hier aus, wenn man dann mit seinem Hund unterwegs sein kann und dann hier alles schön erobern kann und dann bis vorne vor zum Strand. Ja, auch das finde ich auf jeden Fall super. Also ihr kennt es ja selber, es ist nass draußen. Hier kann man nochmal ganz schnell den Hund abspritzen. Hunde haben richtig Spaß. Das ist dann wie bei Kindern, ne? Also die kennen keine Schmerzgrenze, keine Sauberkeit. Von daher geht es dann richtig los bei denen. Und hier sind wir jetzt beim Activity Park. Und da hat der Mian gestern tatsächlich schon riesengroße Augen gemacht. Ja, was ist denn bitte hier los? Ne? Viel Platz, überall kleine Spielanlagen, wo man dann einfach mal ja, sich ausbreiten kann. Auch hier habe ich eine Grillstelle gesehen. Das sieht auf jeden Fall alles sehr, sehr gut aus. Da vorne ist so ein kleiner Übungsplatz. Ich sehe da vorne schon einen Sportler. Da sollte ich mir eigentlich mal eine Scheibe von abschneiden, der sich morgens ein bisschen frisch macht. Was
für später mal auf jeden Fall tut. Da muss ich auf jeden Fall auch dranbleiben. Auch da hinten sieht man einen Basketballplatz. Ja, oder einfach mal so einen kleinen Park, so kann man es sehen, wo man vielleicht auch mal joggen könnte oder ja, sich einfach ein bisschen fit halten kann. Ja, und jetzt geht es genau dahin, wo man ja hin möchte, wenn man in den Süden fährt. Oder natürlich bei uns die Nord- und Ostsee, die ist natürlich auch greifbar nah, aber hier hat man natürlich doch schon andere Wasserqualitäten von der Wärme her. Und allgemein wird es hier natürlich richtig heiß. Und ihr seht es da hinten, die Drachen, die steigen. Hier natürlich auch nochmal eine Spieleaktion. Nimm dir eine Liege, leg dich hin. Und ich finde es hier auch ganz besonders, ich zoome mal ganz kurz ran, muss jetzt mit dem Fahrrad anhalten. Hier diese Steine, die dann rausgehen, das macht ja immer so kleine Buchten dann einfach aus. Und das finde ich ganz, ganz schön. Dann ist vielleicht das Wasser nochmal beruhigter, aber ja, es ist natürlich auch so einfach sehr, sehr ruhig, das Wasser. Ja, und hier haben wir uns dann gestern tatsächlich versammelt, hier an einer richtig schönen Bühne. Hier war richtig schön Programm und das war richtig schön auf jeden Fall, das kann ich euch sagen. Also hier könnte man mit abends Animation rechnen. Und hier ist dann natürlich auch nochmal der Ausweichbereich. Falls ihr Lust habt, könnt ihr euch auch strandnah dann nochmal abkühlen. Schauen wir uns mal hier so einen Waschbereich an. Das sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Also hier hat man dann tatsächlich die Möglichkeit, einfach sein Geschirr zu waschen. Das ist notwendig auf jeden Fall. Was ist das jetzt hier? Ein Eiswürfelspender. Ja, auch nicht schlecht. Wer es mag, der soll es nehmen. Und hier wäscht man dann seine Wäsche für einen Kurs von 5 Euro. Ich denke mal, im Sommer wird man den Trockner da vorne nicht brauchen. So viel ist klar. Und da vorne ist natürlich auch, ich habe gerade geguckt, ob hier jemand ist, im Kinderbereich auf jeden Fall. Ich will mal so ein bisschen zeigen. Hier vorne wird auch sauber gemacht. Also hier hat es tatsächlich den Anschein, hier ist alles tipptopp sauber und echt schick auf jeden Fall. Und hier wird es natürlich auch den Duschbereich geben, wie auch den Toilettenbereich. Ich mag euch einfach mal eine Toilette so standardmäßig zeigen. So hier ist eine Toilette, hier bitteschön, wisst ihr Bescheid. Hier kann man auch im Stehen pinkeln. Das machen wir jetzt ganz, ganz schnell. Und hier drüben dann einfach die Duschen. Es geht ja auch darum, einfach so, hat man jetzt Platz in so einer Dusche? Ich muss mal eine Dusche finden. Gibt es hier überhaupt Duschen? Hier gibt es Duschen. Ja, hier kann man sich drehen, das ist total in Ordnung. Also das Gelände ist sowas von groß und auch, dass man dann hier nochmal die Möglichkeit hat, vielleicht alte Schätze nochmal hinzustellen. Das ist doch klasse, oder? Und hier geht es dann wieder raus zum Strand. Und hier ist natürlich auch abends nochmal ein Restaurant und man kann sich gut gehen lassen. Hey, der ganze Campingplatz liegt komplett am Strand, also ist hier definitiv überall Strand. Und man kann überall auch, sag ich mal, mit einem Rollstuhl oder halt hier mit so einem, ja, so einem E-Roller und dann einfach hinten einen Wagen dran. Und überall ist dann auch wieder hier so ein Spielepark-Paradies. Sowas, was der Mian total mag, ist überall aufgebaut, auch ein Volleyballplatz. Und ja, man wird hier definitiv einfach alles finden, ja, wo man sich wohlfühlen kann. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ins Herz. Ja, rein in die Einkaufspassage. Das Bike wird kurz abgestellt. So viel ist klar. Hier vorne gibt es natürlich den Infopoint, das Animationsoffice. Natürlich, wenn man Fragen hat, dann weiß man auf jeden Fall, wo man hin muss. Ich weiß jetzt noch gar nicht richtig, wo ich mich anmelden muss. Ist es vielleicht sogar dieser Informationspoint? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war Mops heute Morgen, die war ja hier. Und die waren ja hier zum, ja, Bemalen auf jeden Fall. Und hier sieht man auch immer wieder, auch sowas steht dann hier. Raritäten von 1961. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Auch hier haben natürlich Kinder dann einfach Spaß, währenddessen man selber ein Eis luncht oder sich natürlich hier einfach irgendwas holt, ja, was man dann lecker essen kann. Ich weiß gar nicht, was es hier Leckeres gibt. Schaut mal, hä? Das sieht doch gut aus. Wer Fisch mag, ich denke mal, der kommt hier voll und ganz auf seine Kosten. Ach, hab ich einen Hunger. Naja, und hier seht ihr mal, was dann alles so möglich ist. Was man dann Schönes bemalen kann, das ist natürlich auch immer eine schöne Sache. Komm, nimmt man sein Kind mit, komm, wir malen mal was. Und hier vorne haben wir gestern schon reingeluckt. Also hier gibt es alles von Monster Pikachu über Monster Truck, über Mario und Lego und ein Adler, wer es alles mag. Und auch hier sind natürlich Erwachsene eingeladen, denke ich mal. Eis, Eis, Eis.
Hier seht ihr natürlich auch mal so ein bisschen was über die Preise, ne? Aber wie sagt man so schön, wenn man Urlaub hat, dann ist doch Geld scheißegal. Nicht so wie wir, die dann auf jeden Cent achten müssen und so weiter. Dann gucken müssen, ah, okay, haushalten wir hier, können wir hier jeden Tag lecker essen gehen. Natürlich ist ein Eis drin. Ich meine, so viel muss drin sein. Hier habe ich auf jeden Fall abends noch welche gesehen. Die haben schön Fussek geguckt. Ja, das kann man hier schön machen dann beim Essen auf jeden Fall. Und allgemein, hier ist natürlich auch nochmal ein Supermarkt, ne? Also hier kriegt man auf jeden Fall alles. Ein Obstladen habe ich schon gesehen. Hier vorne über irgendwelche Glasfiguren, die man sich natürlich dann auch noch mal mitnehmen könnte. Mittagspause wird hier groß geschrieben. Ihr kennt es in den südlichen Ländern, Siesta. Da muss man dann aufpassen. Natürlich aber auch Schmuck. Will man hier vielleicht den Hochzeitsantrag seiner Frau machen oder auch andersrum mal? Ne? Wieso soll immer der Mann das machen? Das ist natürlich eine große Frage. Also solltet ihr mal ankommen, dann seid ihr natürlich genau hier im Anfangsbereich. Und ich denke mal, das ist der Point, wo ich gleich sagen muss, okay, auf den und dem Platz stehen wir und direkt am Anfang. Es fällt einfach auf. Das ist ja unglaublich. Hier ist nochmal eine Achterbahn, hier ist nochmal eine Wasserbahn, hier ist nochmal eine Kartbahn für die Kids und so weiter. Und wer dann noch Bock hat, ja, einen auf die Rübe zu kriegen, der kann sich natürlich gerne im Golf abziehen lassen vom Partner. Und da hinten schlängelt auch eine Schlange über den Baum. Seht ihr das da hinten? Also ja, die Kleinigkeiten, die Details, alles ist dabei. Und ich würde sagen, ich gehe mich jetzt erstmal anmelden. Ich mache mal kurz Pause, ich muss mal Luft holen. Wir haben hier einen wunderschönen Badetag verbracht. Wie man vielleicht sieht, man auch jetzt eine leichte Rötung auf meiner Haut. Auf jeden Fall ist es hier mega toll, das muss ich ganz sagen. Ich habe natürlich Informationen für euch, aber das kann ich mir jetzt so ganz schnell nicht merken. Und weil dieser Bereich jetzt auch schon geschlossen ist, deswegen lese ich es mal mehr oder weniger ab. Ich versuche mal seriös rüberzukommen. Und zwar gibt es den Campingplatz hier seit 1955 und im Jahr 2025 feiert er 70 Jahre. Das finde ich ist doch mal ein schöner Geburtstag. Die Fläche hier ist riesig, ca. 60 Hektar, 1 Kilometer Strand und ca. 2000 Stellplätze. Zudem ist es wohl der erste 5-Sterne-Campingplatz in Italien und der erste Themencampingplatz in Europa. Also ich glaube, ich habe das jetzt irgendwie ganz seriös rübergebracht. Auf jeden Fall finden wir es ganz toll hier und hier an dem Wasser auch ist überall Sand und so. Und der Kleine, der fühlt sich hier auch mega wohl. Und wir gehen jetzt auf jeden Fall unser Kunstwerk von heute Mittag abholen. Ja, leidenschaftliche Eisesser und hier gibt es so viele leckere Sorten. Wir freuen uns gerade sehr über das leckere Eis. Hier schmeckt wirklich gut. Ja, zudem haben wir gerade Mians Kunststück abgeholt. Das wurde nochmal lasiert. Wir finden, das sieht sehr, sehr schön aus. Und Illo und ich dachten, wir sponsern schon mal der erste Euro, der da reinkommt. Ja, wir freuen uns darüber riesig und das ist echt eine coole Idee. Uns gefällt das total. Und wir genießen jetzt unser Eis.